Herzlich willkommen zu einer zu einem Let's Play von einer Adventure Map, die wir selbst erstellt haben. Ja, heute ist mit dabei Captain Antigues und ich. Ja, hallo. Und ja, wir fangen einfach mal an. Das ist ja okay, das hätte ich mir auch schon gedacht. Ich glaube, hier guck mal, was hier ist. Hier sind Betten, ich glaube, hier soll man seinen Spawnpunkt mal setzen. Ja, okay. Ich mach mal Nacht. Das ist eine Pyramide, das Ganze. Ich werde das auch noch als Download zur Verfügung stellen. Und ja, ich packe den Link in die Beschreibung. Guck mal, hier sind Schilder. Auf dem Weg zur Pyramide bitte nichts abbauen. Weitere Hinweisschilder in der Pyramide. Okay. Ich habe dir übrigens ein Buch geschrieben. Oh, wie nett. Und werf es auf keinen Fall in Lava oder beschädige es auf irgendeine Weise. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Wow. Okay, komm. Keine Zeit für alberne Gespräche. Wir müssen die Pyramide bezwingen. Ich sterbe an diese Pyramide. Willst du mich mit faulen Eiern bewerfen? Das war nicht faul, das war Legefrisch. Oh, guck dir das mal an hier im Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hühner. Oh, wo? Hier, kommt mal da hinten. Ah, jetzt guckt es wegen den, siehst du? Nö, egal. Komm, wir gehen weiter. Ja, gut, weiter. Ach, ich hab schon wieder einen. Mann. Da ist die Pyramide. Guck mal, da ist eine kleine Brücke. Ah, bei mir generiert die Pyramide sich noch so ein bisschen. Ja, egal. Na. Ah. So. So, Regeln. Stell dich mal auf Adventure. Also, soll ich mal vorlesen? Ja, lies mal vor. Also, diese Map wird im Adventure-Modus gespielt. Slash Game Mode 2. Moment, das mache ich mal kurz. Ja. Schwierigkeitsgrad ist easy oder schwer. Aus Dispensern darf nichts entnommen werden. Es darf nichts abgebaut werden. Am Betten immer den Spawnpunkt setzen wir im Tag. Timeset, bla bla bla. Aus Kisten immer nur ein Item nehmen. Das Ziel ist in die Spitze der Pyramide. Oh. Gedacht. So, viel Spaß. Ich nehme mein Schwert. So. Also hier, die Kisten sind Schwerter. Ich nehme einfach mal eins. Ich esse noch hier ein bisschen Kuchen. Oh, komm, wir gehen einfach. Wir gehen mal hier lang. Ich würde sagen, wir gehen beide zusammen in. Warte, an Betten immer den Spawnpunkt setzen. Moment, hier. Ah! Nein! Egal, ich gehe einfach. Ich setze meinen Spawnpunkt noch kurz. Ah, okay, das war jetzt ein bisschen doof. Ja. Kannst du das irgendwie rausschneiden oder so? Da, ne, so, geht schon. Rennzett. Ich will in der Mitte schlafen. Dün, 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 dün. So, jetzt aber. Ich komme. So. Das Ganze hier scheint ziemlich eng zu sein. Ja. Ah! Also ich wurde schon fast von einer Zerquetschfalle getötet. Hast du gesehen, da war so ein gefangener Dorfbewohner. Ja. Was war das? Ah, da ist so Lava und wenn man auf den Knopf geht, geht die vor allem so zu. Nee, ich meine, hast du gerade die Explosion gehört? Na super. Ach, egal. Ah! Au. Sag es, du hast einen falschen Weg erwischt. Ist das hier dieses Buch? Ah! Dafür werde ich dich umbringen. Ich habe mich in der Lava umgebracht. Mein Buch. Ich habe Jahre dafür gebraucht, um es zu schreiben. Ja. Es tut mir auch leid. Komm, wir gehen mal hier lang.
Ah, Schwert nicht vergessen. Ich hab eins. Ja, ein Diamant. Okay, ich hab eins. Wo lang jetzt? Hier lang? Folge mir. So, da bin ich. Ah, das ist Kuchen. Ah! Da muss ich, glaube ich, sprinten. Ich hab doch gesprintet. Wolltest du mich mit einem Schwert bewerfen? Nö. Soll ich hier auf dich warten? Nee, geh einfach schon mal ein bisschen. Bin ja wieder da. Oh, bei mir ruckt es richtig schlimm. Ah, ich hab's geschafft. So, irgendwas kotzt irgendwas aus. Ich bin mal links lang gegangen. Nee. Ich brauch keine Zombies. Ja, hier stecken Pfeile in der Wand. Wo bist du lang gegangen? Links. Okay. Ja, Zombie. Hier ist ein Loch. Das, was da eben war, war so ein Suicide-Portal. Kennst du das? Ja, es sind solche Fallen, da bleibt man da drin stecken. Ich glaube, sonst hätte mich der Zombie auch schon angegriffen. Nein! Tja, scheiße gelaufen. War ja klar, Pyramide und gleich in der Gewand. Oh, überall ist Kuchen, aber nicht dahin, wo ich hin will. Ich bin jetzt wieder an dieser komischen Stelle hier. Ich bin an so einem Dorfbewohnerlager. Ah! Dankeschön, jetzt brenne ich auch noch. Ich bin schon wieder gestorben. Tja, ich nicht. Du musst es schaffen, jetzt ist es ganz wichtig. Ich bin dem Ziel so nah. Das ist ein bisschen ärgerlich, es leckt etwas bei mir. Und immer wenn ich den Knopf drücke, bewegen sich die Kolben kurz ganz schnell. Achso, ja, dann musst du einfach laufen. Ja, lauf doch einfach. Ich probiere mal einen anderen Weg. Ja, mach das. Hier ist auch so ein Hinweisschild. Hinweis zur ersten Etage. Zwei Wege sind richtig, zwei sind falsch. Ja. Weißt du, hast du jetzt eine 50-50 Chance. Ja. Da kommt drauf an, ob meiner hier richtig ist. Ich glaube schon. Also einen falschen habe ich ja schon erwischt. Aber ich kann ja auch mit falschen rumlaufen. So, ich drücke hier einen Knopf. Ah! Ah! Ein Zombie! Hilfe! Ah! Ah! Den kannst du hören. So. Mann, oh Mann. Das ist ja lebensgefährlich hier. Nee. Ich habe das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Über diese tiefe Falle da, weißt du, was ich meine, wo man so Knöpfe drückt, bist du da schon drüber? Ja, ich bin da auch gerade dran vorbeigekommen. Entweder wir sind beide jetzt im richtigen oder falschen Weg. Hier bist du gleich. Ach, such du dir den Weg aus, ich weiß auch nicht mehr. Wo bist du denn? Ja, weiter. Hinter mir? Hilfe. Ich werde verfolgt. Geh einfach. Was ist passiert? Ich geh mal hier lang. Da war ich schon, da ist einfach so eine Schießfalle vorne. Ich hab sie doch gerade eben gesagt. Ja, das sieht ja alles so ähnlich aus. Das. Ja, das ist halt Pyramide. Ja gut. Ich hätte auf dich hören sollen. Oh, guck mal. Hier siehst du das? Kuchenland. Ich geh mal hier hinter. Ah. Wobei, kommt man dann noch raus?
Hey, hier ist kein Rückweg. Kommst du da hinten runter? Aber, nee, guck mal, hier hinten ist so Lava und da ist so ein Schild, nicht hochschwimmen. Ja, soll ich ja, da mal reinspringen? Du wirst wahrscheinlich einfach durchfallen. Ja, wahrscheinlich. Ich probier's mal. Ja, ich fall durch. Was? Vielleicht muss man hier ja lang. Kannst ja hinterherkommen. Ach nee, ich denke, du wirst hier, hier hochkommen. Ah, jetzt ist hier so ein Leiter nach hier oben. Ist hier voll der Knast, überall sind Leute. Oh. Ah! Überall Leute eingesperrt. Oh. Oh, hier ist dieser Zombie im Suicide-Portal. Ah! Achtung, ich gehe auch durch die Tür. Da kommt gleich wieder der Zombie. Ah! So. Ah, ich glaube, wir haben jetzt die erste Etage geschafft. Ja, hier geht's hoch. Yay. Ah, guck mal, hier sind wieder Betten. Setzen wir erstmal einen Spawnpunkt. Moment, ich mach mal Nacht. Na gut. So. Neu ist Morgendämmerung. Ja, ich wollte auch gar nicht mehr machen. Na, ja, mach du einfach jetzt mal einen. Aber man kann sich erstmal so angucken. Also, irgendwie bist immer nur du Ja, okay, ich bin auch zwei Max, stopp. Ja, war ein bisschen ärgert. Okay. Was ist und schlafen? Ja, ist so. So. Also wie ich hier sehe, sind hier Baustände und Kessel. Wir werden ein Lava-Resistenz-Track machen müssen. Hier muss man durch, also ja, durch diese Lava. Ja, ist schon klar, wir brauchen Lava-Resistenz dran. Ja, wir fangen mal hier in der Mitte an. Oh. Okay. So. Ah. Nee, da nicht. Das ist ja das reinste Labyrinth hier. Aua. So. Ah! Und der ist kopflos. Aber wo Zombies herkommen, ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Bist du durch die Eisentür da gegangen? Ich vertraue Eisentüren nicht. Die sind mir zu hart. Wo bist du jetzt? Hier wird der Gang auf einmal voll breit. Ja, da bin ich auch lang gegangen. Ja, hier ist nur Kuchen. Und hier ist so ein Dispenser mit einem Knopf drunter. Nein, drück's nicht. Was ist da bei dir rausgekommen? Ah. Was? Ja, in Zukunft höre ich auf dich. Das glaube ich dir irgendwie trotzdem nicht. Ja, ich glaube. Guck mal, hier ist schon eine Kiste. Ein Gammelfleisch. Unglaublich. Ja. Hier über die Lava. Du musst erstmal springen. Wir müssen nacheinander springen. Ja, ich bin durch. Ah, ich brenne, aber. So, komm, wir gehen mal rein einfach. Ich sehe nur schwarz auch jetzt. Ah, nein. Ah, wir sind hier in so einer Art Nest. Da sind 7 Schätze versteckt. Du musst sie nicht finden, das wäre allerdings gut. Das Hauptziel sind immer noch die Netherrasen. Ich glaube, du hast es noch. Okay. Wie ist mir das unheimlich? Wir fliegen immer in Nest zum uns herum. Lore. Hier ist gar keine. Wollen wir uns mal mit der Lore hier fahren? Ja, fahr du mal, ich laufe hinterher. Okay. Und. Njo! Nein! Hey. Ich will nicht langsamer rein. Jeha! Aha! Ah! Vor mir ist mein Lohn! Hilfe! Ah! Ah, komm mit! Komm, wir gehen mal wieder zurück. Ich finde das hier nicht so schwer. Ah! Helf mir mal! Ah! Ah! Ich glaube, hier sind Detector Rates, ja. Ja, ich glaube, ich weiß wo. Oh. Ah, ich sterbe. Ah, die schießt dich ab und trifft mich. Ja, das ist. Scheiße, ich bin gleich tot. Ich auch. Ah. Ich hab noch ein Leben. Willkommen im Club. Okay. Ich hätte doch zu Fuß gehen sollen, das ist gesünder. Bist du also. Tot?
gesünder im Sinne vom Leben her auch. Ja, ich muss einfach mal ein bisschen hier lang gehen. Was macht die denn da? Die steht da bei mir voll komisch an der Wand. Ja, bei mir auch. Ah, sie ist weg. Jetzt hat sie mich, glaube ich, entdeckt. Jetzt um die Ecke und BÄM! Ja, geschafft. Ich hab sie erledigt. So, komm, wir gehen mal hier die Treppe hoch. Die Treppe hoch? Ich komme. Oh, ich scheint. Ah! Ich hab ihn. Ah, das ist noch eine Lohr. Das ist eine Lohr. Sie hat uns noch nicht bemerkt. Komm, wir machen so. Jetzt. Ja. Und. Ah! Es ist Adventure, die kann man gar nicht abbauen. Aber. Nee, guck mal hier hinter. Hier ist eine Kiste. Wie freundlich. Nimm mal eins mit. Ja, ich nehme hier mal eine. Wobei, nimm du auch mal eine, falls einer von uns stirbt. Ich gebe sie dir hier.